Was ist denn die Bedeutung von gespendeter Milch hier bei uns auf Station? Muttermilch ist ja eigentlich das Allerbeste für die Frühgeborenen. Da nicht alle Mütter sofort Muttermilch haben, brauchen wir Frauenmilch. Die Milch der Mutter ist genau dem Lebensalter angepasst. Und bei Frühgeborenen enthält die Muttermilch mehr Eiweiß. Eiweiß brauchen wir vor allem zum Gehirnzellaufbau. Die Muttermilch macht einen Schutzfilm im Darm von innen und schützt da vor einer NEC. Muttermilch enthält lebende Zellen, die können Bakterien, Viren und Pilze auffressen und noch ganz viel mehr. Die Frauenmilchbank ist hier sehr etabliert. Die Mitarbeiterinnen in der Frauenmilchbank kümmern sich ganz wunderbar, dass wir jeden Tag genug Frauenmilch haben, um die kleinen Frühgeborenen zu füttern. Wir nehmen die Milchspenden von den Eltern entgegen und verarbeiten das für die Frühgeborenen auf der Neonatal. Wie groß ist denn die Bedeutung von Spendermilch? Für die Kinder, wo die Mütter keine eigene Milch produzieren können und stillen können, ist die Frauenmilch wichtig, weil das besser ist als die künstliche Fertignahrung. Ich habe das große Glück, hier jeden Tag Frauenmilch für kleine Frühgeborene anordnen zu dürfen. Um für Frühgeborene, kranke Neugeborene eine hochwertige Ernährung, eine humane Ernährung anzubieten mit ganz vielen Abwehrstoffen und um ein ideales Wachstum zu fördern. Frauenmilch ist ein Geschenk zum Leben für die Frühgeborenen, muss man so sagen. Es hilft den kleinen Frühgeborenen in der schweren Zeit nach Geburt. Hast du heute schon gespendete Frauenmilch verabreicht? Ich habe heute früh schon meinem kleinen Frühgeborenen 550 Gramm gespendete Frauenmilch gegeben. Also es ist natürlich eine super Option für Kinder, die, wo die Mütter noch keine Milch haben, dass sie Milch bekommen können und trotzdem alle Benefits von der Muttermilch mitnehmen. Deswegen ist diese Frauenmilchbank natürlich eine super Option, gerade für die ganz Kleinen, wo die Milch noch nicht so richtig, bei der Mama noch nicht so richtig in Produktion da ist. Deswegen ist das eine super Sache. Und es ist natürlich auch eine super Sache für die Mütter, die zu viel Milch haben. Wenn Sie den Spenderinnen, die hier letztes Jahr Milch abgegeben haben, etwas sagen könnten, was wäre das? Sehr schön, wir freuen uns über jede Spende und danken natürlich dann, weil das auch ein gewisser Aufwand für die Spenderinnen ist. Vielen Dank an alle Spenderinnen. Man kann es nicht mit Worten beschreiben, was Sie für die kleinen Frühgeborenen getan haben. Ganz lieben Dank für jeden Tropfen Ihrer Milch. Vielen, vielen Dank. Das ist super. Den Kleinen ist sehr geholfen. Vielen Dank für die gespendete Milch. Herzlichen Dank. Das ist das Beste, was Sie machen können, wenn Sie mehr Milch haben, als Sie für Ihr eigenes Kind brauchen. Das ist so wertvoll für alle anderen Kinder. Deshalb sagen wir, es ist flüssiges Gold.